Hallihallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank für dein Abo, Like und Kommentar. Das freut mich immer sehr. Ja, lass uns mal gucken, was die geistige Welt hier jetzt mitzuteilen hat, welche Botschaft heute auf uns wartet, welches Phänomen heute aufgedeckt wird. Und du weißt ja, dass es eine allgemeine Legung ist. Du kannst damit in Resonanz gehen, musst es aber nicht. Schau mal bitte, wie es für dich selbst passend und stimmig ist. Wenn du nicht damit resonierst, dann mach die Legung auch bitte nicht zu deiner eigenen. Dann ist sie für wen anders bestimmt. Es kann auch sein, dass die Rollen, sollte sich hier ein Rollenspiel anzeigen, dann kannst du dich in der gegenüberliegenden Rolle dann einfach auch wiederfinden. Ne? Deswegen schau mal, wie es hier für dich passt. Und ich würde sagen, lass uns mal gucken, was ich hier anzeigen möchte. Oh Gott. Eieiei, die hat mich ja hier direkt angesprungen. Das Kreuz, oha. Das Kreuz hat mich hier direkt angesprungen. Also, hier geht es um eine schicksalhafte Angelegenheit. Irgendwas zeigt sich hier, etwas möchte sich zeigen. Ich bin mal gespannt. Worum geht es denn hier genauer? Okay. Oh Gott. Okay, so soll es sein. Aber das werde ich hier nochmal mischen. Dankeschön. Aha. Spannend. Wo guckt die Dame hin? Warum dreht sie sich davon weg? Danke. Das Buch. Ich glaube, so kannst du das ganz gut sehen, ne? Jo, passt schon. Ja, das ist sehr spannend tatsächlich. Hier geht es um eine schicksalhaft geführte Angelegenheit. Hier passiert etwas. Etwas, das für dich noch nicht so ganz ersichtlich ist, wo du noch nicht so ganz durchschaust, den Durchblick einfach noch nicht hast. Das muss ja aber momentan noch so sein, weil hinter diesem Nebel, dieser Nebelfront, dieser Nebelwand, durch der du nicht durchblicken kannst oder wo du einfach nicht, ja, du kannst hier einfach nicht, ne, warte mal, ich muss anders anfangen. Also es geht hier um eine Angelegenheit. Es kann sein, dass sich diese Angelegenheit hier schon bei dir jetzt zeigt. Ja, dass du hier irgendwie gerade momentan in einer Situation bist, wo du dir selber so denkst, hä? Also irgendwie ist das ein bisschen komisch, irgendwie ist das hier ziemlich seltsam. Wie kannst du damit nichts anfangen? Das ist hier so eine Sache, wo du dich fragst, was bringt mir das? Was soll das jetzt? Also irgendwie weißt du damit nicht umzugehen, beziehungsweise hast Fragezeichen im Kopf. Ne? Und diese Angelegenheit. Die ist hier schicksalhaft geführt. Sprich, diese Situation, diese Sachlage, die gerade auf dich zugekommen ist oder noch zukommen kann, das ist hier wirklich eine Sache, in der sollst du auch noch gar nicht so wirklich durchblicken, weil dahinter verbirgt sich nämlich etwas. Etwas, das du jetzt noch nicht sehen sollst, noch nicht sehen kannst, weil das ist hier eine Situation, die du nicht großartig beeinflussen sollst. Dahinter verbirgt sich nämlich etwas Schönes für dich, so gehe ich meiner Annahme. Es kann aber auch sein, dass du hier momentan irgendwie so eine Art Hasskappe auf die höhere Macht hast, ja, dass du irgendwie so momentan so auf Zinne bist, irgendwie so streitlustig und irgendetwas hier irgendwie mit Wörtern um dich schlägst, dass du hier irgendwas abstrafst. Aufgrund einer Situation, in der du nicht den Durchblick hast, ja, du bist in eine Nebelwand, in eine Nebelfront reingerannt, standst
dann auf einmal da und wusstest nicht, was du damit jetzt anfangen sollst. Warum ist das jetzt so? Ich sehe doch hier überhaupt nicht durch. Warum musste das jetzt so sein? Weißt du, und das macht dich hier irgendwie sauer, weil du nicht weißt, was das ist, weil das beeinflusst dich ja auch. Das macht irgendetwas mit dir. Du kannst damit einfach wirklich nicht arbeiten, nicht agieren und hinterlässt nur noch mehr Fragezeichen in deinem Kopf. Es geht hier irgendwie um eine Angelegenheit, die neu beginnen soll. Etwas soll neu starten. Und das ist hier wirklich was sehr Mysteriöses. Das ist hier wirklich so eine Angelegenheit, die ist im Verborgenen und die kommt jetzt hoch und bleibt aber auch verborgen, weißt du? Ich muss gleich nochmal fragen, warum das so ist. Aber ich gebe dir jetzt hier erstmal die Botschaft durch, dass du wissen sollst, solltest du dich wiederfinden, dass das hier momentan eine Angelegenheit ist, die schicksalhaft geführt ist. Es soll so sein, weil dahinter verbirgt sich wirklich eine Angelegenheit, eine Sachlage, die neu beginnen kann, die neu beginnen soll und neu beginnen darf. Es kann sein, dass du in dieser Sachlage oder in dieser Angelegenheit schon mal neu beginnen wolltest, es aber nicht geklappt hat. Da kommt hier jetzt irgendwie eine neue zweite Chance rein, eine neue Runde. Und hier darf jetzt ein zweiter Anlauf passieren, weil die da oben grünes Licht geben. Die sagen, ja gut, okay. Weißt du, ich habe es hier so, es kann sein, dass du hier jemanden mal kennengelernt hast. Und als du diesen Menschen kennengelernt hast, da ist alles wirklich aus den Fugen geraten. Ja, das ist irgendwie nicht so gekommen, wie man sich das hätte vorstellen können. Es ist alles komplett anders gelaufen. Es ist vielleicht schief gelaufen, komplett aus dem Ruder raus. Und dann war eine lange Zeit Ruhe. Und nun ist es aber so, dass diese Person hier wieder auftaucht, aber in einer Nebelwand verhüllt ist, damit du es nicht gleich sofort erkennst und siehst, weil man möchte, dass du diese Person irgendwie auf eine andere Art und Weise begegnest. Wie du die halt beim ersten Mal selber auch begegnet bist, soll das hier gar nicht mehr so sein. Das ist irgendwie, es soll jetzt anders sein. Es soll neu starten, ja, aber es soll anders sein. Nicht so wie beim ersten Mal. Verstehst du, kannst du mir folgen, wie ich dir das sagen möchte? Also das ist hier sehr mysteriös, wirklich sehr, sehr, sehr im Verborgenen gehalten. Also jemand, man kann es wirklich sagen, es versteckt sich jemand hinter einer Wand. Nee, das ist ein blödes Beispiel. Warte mal. Also es ist wirklich so, jemand tritt hier wieder in dein Leben. Auf einer anderen Art und Weise, also nicht direkt, das ist eher indirekt, das ist hier so eine indirekte Angelegenheit. Vielleicht vermutest du ja noch nicht einmal, dass diese Person dahinter steckt. Und du kommst mit dieser Person in Kontakt, weil diese Person möchte, dass du sie auf eine andere Art und Weise kennenlernst. Vielleicht hat sich diese Person, weil wir hier das Herz haben, deswegen gehe ich mal in der Annahme, dass es hier eine Liebesangelegenheit ist. Weil diese Person, als du diese Person zum ersten Mal kennengelernt hast, sich anders gegeben hat, sich anders gezeigt hat. Vielleicht hat diese Person sich eher negativ gezeigt. Ja? Und nun ist es aber so, dass die geistige Welt das jetzt so steuert, dass ihr hier nochmal eine zweite Chance bekommt, dass du nochmal einen zweiten Blick auf eine gewisse Person legst. Und diese Person oder die da oben einfach möchten, dass du diese Person aus einem anderen Blickwinkel siehst. So wie sie sich dir zuvor nie gezeigt hat, weißt du? Und das kann jetzt damit wirklich in Zusammenhang stehen, dass hier jemand wirklich top secret, das ist hier so richtig top secret. Das ist sowas von undercover hier. Es ist, diese Person kann hier wirklich irgendwie, ja, nicht direkt mit dir in Kontakt stehen, sondern es ist wirklich, also ich weiß nicht, was hier los ist. Ja, also es kann natürlich sein, wenn du jetzt als Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, wenn du auf irgendeiner Dating-Plattform unterwegs bist und du hast da mit jemandem Kontakt und den findest du sehr nett, dann könnte es sein, dass es hier ein Mensch ist, der sich da einen Fake-Account zugelegt hat, um mit dir hier wieder in Kontakt zu treten, weil diese Person möchte, dass du diese Person aus einem anderen Licht siehst oder in einem anderen Licht siehst, weil diese Person weiß, beim ersten Mal hat sie es total vergeigt, jetzt soll eine zweite Chance reinkommen und die da oben geben auch hier wirklich grünes Licht raus für eine zweite Chance. Und diese Person möchte aber, dass du merkst,
Ja, guck mal, ich bin doch ganz anders oder ich kann doch ganz anders sein. Ich bin nett, ich bin authentisch, ich bin ehrlich, ich bin zuvorkommend, ich kann auch sehr lustig sein. Weißt du, dass du diesen Blickwinkel erhascht, diese Charakterzüge von dieser Person mitbekommst, die sie dir beim ersten Mal, zweiten, ich weiß nicht, dritten Mal nicht gezeigt hat, weißt du? Und diese Angelegenheit, die wird aber hier nicht lange im Verborgenen bleiben. Diese Person wird ihr wahres Selbst offenbaren. Also man wird ihr sagen, hey, ich bin so und so. Ich bin so. Das ist hier ein ganz, ganz taktischer und ein verdammt kluger Plan. Das muss ich schon sagen. Also hier geht jemand sehr taktisch und sehr, sehr klug vor. Also das ist schon. Das ist hier. Das ist, ich weiß ja nicht, ob man das ja als Meisterschaft betiteln kann oder. Das ist echt unglaublich. Und diese Person, die wird sich aber offenbaren, die wird dir sagen, hey, ich bin's. Aber für diese Person ist es jetzt hier erst immer wichtig, dass du sie aus einem anderen Lichtwinkel siehst, weil es dieser Person wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ja, ich weiß nicht, was bei euch vorgefallen ist. Ich sehe die Roten. Es kann natürlich hier mega Streit gegeben haben bei euch beiden. Es kann sich um ein Streitgespräch mit einem Kind gehandelt haben. Ja, dass du hier vielleicht auf ihn zugegangen bist. Und wolltest, dass dein Ex-Partner zum Beispiel mehr Kontakt zu deinem Kind hat. Hier ist aber alles und immer wieder aus dem Ruder gelaufen. Man hat hier wirklich immer nur Streit gehabt. Du wolltest eigentlich eine positive Veränderung haben. Aber es ist nie zu einer positiven Veränderung gekommen, weil man hier wirklich alles abgewehrt hat. Es kann aber auch sein, dass du hier den Neuanfang mit einer gewissen Person abwehrst. Dass du dann eine Abwehrhaltung hast, eine Abwehrspannung und sagst, nö, bleib mir vom Hals, mit mir machst du es nicht. Und dass diese Person das ganz genau weiß, dass du in dieser Energie bist und diese Person jetzt irgendwie hinterrücks auf dich zukommt, um sich hier von seiner besseren Seite zu zeigen oder von ihrer besseren Seite zu zeigen. Männer, ihr münzt das mal bitte eben auf euch selber um. Na, und weil eigentlich soll es ja hier mit euch beiden irgendwie in eine Veränderung gehen, in eine positive Veränderung. Hier soll ein Neuanfang stattfinden. Das kann auch sein, dass du selber darüber auch schon nachgedacht hast, hier einen Neuanfang anzustreben mit einer gewissen Person, mit jemandem. Aber du hast das hier irgendwie abgewehrt, abgestraft, weil du vielleicht aber auch abgestraft worden bist von dieser Person selber in der Vergangenheit. Das kann natürlich sein. Gegenwärtig ist es jetzt hier sehr, sehr präsent, dass man, also es kann wirklich schon auch so weit sein bei dir, ne? Das ist jetzt die gegenwärtige Situation. Und es kann wirklich sein, dass sich das hier bei dir jetzt schon so langsam zeigt. Ja, dass da irgendwie wer ist, der auf sich aufmerksam macht und du hinterfragst dich, wer ist denn das? Hat vielleicht auch schon deine Aufmerksamkeit erregt. Du findest ihn sehr nett und sehr sympathisch. Ja, dann werd mal hellhörig. Guck da mal genauer hin. Das könnte wirklich jemand sein, der sich dahinter, hinter einer Maske verbirgt. Ja, aber ich sag auch gleich dazu, das ist nichts Negatives, was diese Person hier macht. Diese Person möchte hier nur einfach an dich rankommen, weil diese Person möchte, dass du hier jemandem eine zweite Chance gibst. Und deswegen macht diese Person diesen ganzen ausgeklügelten Plan, diesen ganzen taktischen, schlauen Plan, weil man sich dir aus einer anderen Perspektive eben zeigen möchte. Natürlich hätte man jetzt auch gesagt, ja, warum bist du denn nicht direkt auf mich zugekommen? Warum hast du denn nicht das Gespräch mit mir gesucht? Warum, ne, machst du denn hier jetzt so einen Scheiß? Ja, das kann ich dir sagen, warum man hier sowas macht. Diese Person weiß ganz genau, dass du sie abwehren würdest. Das weiß er oder sie ganz genau, dass du hier sagst, nein. Deswegen ist man hier jetzt wirklich so. Das ist echt unglaublich, ne? Das ist echt der Hammer. ja, deswegen geht man hier, ist man hier jetzt irgendeinen Plan B eingegangen. Und Plan B ist halt wirklich so, ja, ich halte mich so ein bisschen im Hintergrund, ich halte mich so ein bisschen versteckt. Und gebe mich hier aber sozusagen zum besten Preis, damit du aufmerksam wirst und damit du aber auch siehst, dass diese Person nicht so schlecht ist, wie du sie in Erinnerung hast. Ne? Darum geht es eigentlich hauptsächlich. Diese Person, die diesen Plan B hier verfolgt hat, anstatt Plan A, das wäre ja der direkte Zugang zu dir. Nein, macht beim Plan B den indirekten Zugang oder nimmt den indirekten Weg. Und
macht hier wirklich auf sich aufmerksam, ja, weil man möchte, dass hier möchte jemand von dir irgendwie wahrgenommen werden, gehört werden. Hier möchte jemand, ja, die Aufmerksamkeit von dir haben. Aber ich sehe auch, dass du dich hier irgendwie, also es kann schon sein, dass du in jemanden etwas mal gesehen hast, das sich hier nicht bewahrheitet hat. Ja, du hast vielleicht hier Potenzial in jemanden gesehen, mit ihm eine Verbindung eingehen zu können. Oder das muss hier jetzt nichts Großes sein. Ja, das muss hier jetzt noch nicht mal die große Big Love sein, sondern das kann hier jetzt auch wirklich nur um eine Freundschaft gehen zum Beispiel, ja, oder dass man hier irgendwie versucht, eine Verbindung aufrechtzuerhalten und dann einfach mal offen dafür ist und sich führen lässt und sich sagt, ja gut, okay, lass uns mal schauen, wo der Weg uns hinführt, ne? Also, dass es hier mehr so eine Herzensangelegenheit ist. Aber von dieser Herzensangelegenheit bist du hier abgeneigt. Du guckst da weg, guck mal. Ja, weil du hier mit dem Labyrinth, du guckst da direkt ins Labyrinth rein, ne? Und du weißt ja hier selber gar nicht, wo führt mich denn der Weg eigentlich mit dieser Person hin? Und eben weil du hier nicht den Weg aus diesem Labyrinth mit dieser Person gefunden hast, kommt jetzt hier jemand nochmal direkt, also indirekt auf dich zu und möchte dich aus diesem Labyrinth hier rausholen, um dir zu zeigen, wo der Weg eigentlich hinführen oder hinführen kann und darf. Im besten Falle soll es hier wirklich eine neue Runde geben in eurer Verbindung, weil man hier irgendwie ja doch was füreinander empfindet oder eben aber, wenn es das jetzt nicht ist, dann lass uns das jetzt erstmal ganz klein halten und sagen, diesen Menschen hier ist es schon eine Herzensangelegenheit, hier mit dir irgendwie weiter voranzugehen. Ja, große Beziehung und das alles, das sehe ich jetzt hier nicht. Das ist auch nicht wichtig. Das ist jetzt in dem Moment hier wirklich nicht wichtig. Was du wissen darfst, ist das, was ich dir gerade rausgegeben habe, ne? Und dass man hier so einen Mega-Aufwand für dich in Kauf nimmt, damit man hier von sich überzeugen kann, damit du siehst, hey, ich bin anders oder ich kann anders sein. Gib mir die Chance dazu. Und wenn diese Person sich selber sicher ist, ja gut, okay, jetzt könnte ich mich offenbaren. Jetzt kann der Schleier hier, es kann sich der Schleier hier lüften, jetzt kann das Geheimnis sozusagen abgelegt werden, dann sagt man es ja auch. Na, aber diese Person ist sich hier auch so ein bisschen unsicher, ja, eben weil sie weiß, weil er weiß, du würdest ihm ja höchstwahrscheinlich die Leviten aber auch lesen, ja, das könnte sein. Und jetzt möchte man dich hier irgendwie so ein bisschen beschwichtigen. Deswegen kommt man hier irgendwie mit so einem ziemlich, ja, mit so einem riesen Tamtam hier auf dich zu. Ja, und du merkst es wahrscheinlich auch gar nicht. Ne? Das macht aber auch nichts. Das sollst du auch gar nicht merken. Das sollst du wirklich nicht merken, weil die da oben auch dafür sorgen. Diese Angelegenheit ist ja aber auch beschützt. Er ist beschützt. Also diese Angelegenheit zeigt sich hier im Endeffekt als gut oder soll gut werden. Jetzt ist halt nur die Frage, was du selber daraus machst. Ne? Lässt du dich darauf ein? Sagst du dir, um Gottes Willen, so ein Kindergartenverhalten, das muss ich mir hier nicht anbieten. Oder das muss ich mir generell nicht bieten lassen. Ja, diese Person sieht es aber irgendwie ein bisschen anders. Also, ich sag mal so, wenn man hier jetzt irgendwie. Ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Das ist hier so ein Ding, eigentlich so ein Ding der Unmöglichkeit, ne? Das glaubt man wirklich nicht. Aber hier, man soll daran glauben. Man soll daran wirklich glauben, dass das hier wirklich wahr ist, ne? Und wenn man hier jetzt nichts für dich irgendwie übrig hätte, ja, wenn diese Person. Also das ist ja immer Auslegungssache, wie man eine Situation deutet, wie man die annimmt, aufnimmt, wie man diese bewertet. Na, ich sehe mir das ja hier sehr neutral an. Wenn da jetzt nichts wäre, wenn diese Person hier nichts von dir halten würde, dann würde man hier nicht so ein Riesentamtam veranstalten, um hier irgendwie deine Aufmerksamkeit zu bekommen, weißt du? Was du im Endeffekt daraus machst, na, das ist natürlich dir selber überlassen. Na? Okay, dann das ist sehr spannend. Das ist sehr, sehr spannend. So, ja, das Geheimnis. Guck mal, hier ist der Hund. Du darfst Vertrauen haben. Also diese Person, der kannst du wirklich vertrauen, wenn die sich hier zeigt, wenn die sich offenbart.
Du darfst der wirklich vertrauen. Du darfst da. Ja, die ist treu und loyal. Also die hat hier wirklich keine bösen Absichten, gar nicht. Keine bösen Absichten in deine Richtung. Ah, ah. Und das sogar mit absoluter Sicherheit. Guck mal. Ihr habt eine ziemlich hohe magnetische Anziehungskraft zueinander. Na, oh ja, guck mal hier. Ihr müsst schon irgendwie im Kontakt stehen. Und hier sind auch Gefühle im Spiel. Oder wenn es jetzt Gefühle nicht sind, dann ist es halt einfach nur, man möchte wieder etwas in den Flow bringen, in den Fluss bringen, weißt du? Hier soll wieder eine Angelegenheit zwischen euch beiden, die vielleicht stagniert ist, die soll hier jetzt aufgehoben werden. Hier soll es wieder anfangen zu fließen zwischen euch beiden. Und die ist. Diese Person ist wirklich treu, loyal, vertrauenswürdig. Ja, Seelenpartner. Das wird sich aber alles zeigen. Das wird sich alles offenbaren mit absoluter Sicherheit. Das ist ja mal hier eine Nachricht. Guck mal, ja, hier ist auch Bewegung drin, ne? Also es müsste eigentlich schon so weit sein. Also hier müsste sich bei dir schon irgendwas gezeigt haben. Wenn es jetzt so nicht ist, dann könnte es sein, dass sich das jetzt hier demnächst bald zeigt. Also mit demnächst meine ich nicht in 3, 4 Wochen. Nee, der Reiter ist schon eine schnelle Energie, ne? Das ist hier wirklich so in den nächsten Tagen. Achte mal da drauf. Oder ich weiß nicht, wenn du irgendwo anders unterwegs bist, Instagram, Telegram, keine Ahnung. Irgendwer hat dich da gesichtet und nimmt dann da dementsprechend auch den Kontakt zu dir auf. Ja. Das ist ein Mann, das ist ein Mann, der ist im Rückzug. Der hat sich von dir distanziert und zurückgezogen. Und dieser Mann, der kann dir hier irgendwie auch ziemlich die kalte Schulter gezeigt haben. Ja, da war vielleicht sehr im Ego, machtgesteuert, wollte hier die Kontrolle haben, die Kontrolle besitzen und wollte irgendetwas aus der Ferne steuern. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Art Fremdsteuerung hier irgendwie. Muss jetzt nicht sein. Das kann natürlich. Das ist jemand, der sich hier wirklich von dir zurückgezogen hat. Ne? Aus dem Stolz heraus hat man sich hier von dir zurückgezogen und hat dir dadurch auch die kalte Schulter gezeigt. Nun ist es aber so, dass diese Person aus dem Rückzug rauskommt, Plan B angeht, um hier jetzt wieder bei dir andocken zu wollen, andocken zu können, damit hier eine neue Runde reinkommt. Weil das soll hier aufhören. Das soll aufhören. Und das wird auch aufhören. Ja, Kommunikation auf Umwegen. Ja, es kann sein, dass ihm hier irgendein Kumpel dazu geraten hat. Ne? Oder vielleicht hat dich irgend seiner Kumpels irgendwo gesichtet und gesagt, ey, ich habe die gesehen, ne? Guck mal da und da. Naja, und dann wurde er hellhörig und wie von einer Tarantel gestochen. Wurde dann hier irgendwie Kommunikation betrieben und gesagt, ah ja, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das, ich muss hier irgendwie nochmal bei ihr ankommen, ich muss hier irgendwie nochmal den Kontakt suchen, weißt du? Das ist hier wirklich auf Umwegen. Das kann hier wirklich ein guter Freund von ihm sein, der ihm das erzählt hat. Irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie so einen Plan ausgeheckt hat und gesagt hat, ja, mach das doch dann so und so. Das könnte funktionieren. Naja, scheint funktioniert zu haben, weil dein Gegenüber hat das ja hier wohl am Anschein nach umgesetzt. Und er sieht auch irgendwas im Erfolg. Also er ist ja guter Dinge, sehr zuversichtlich. Guter Dinge, sehr zuversichtlich. Und ja, ist hier irgendwie seinem Kumpel auch sehr dankbar. Ey, hast du gut gemacht. Irgendwie sowas. Naja. Das ist ja mal hier eine Geschichte. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, dann guck mal, was du damit machst. Ob du damit überhaupt etwas machst, etwas anfangen kannst. Ich weiß es ja nicht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also jemand ist hier wirklich undercover unterwegs. Oh, was haben wir hier? Den Kompromiss. Jemand ist hier wirklich undercover unterwegs und möchte hier, sag mal, und möchte hier wirklich die Gunst der Stunde nutzen, um hier nochmal auf dich zuzugehen, auf dich zuzukommen, aber auf einer anderen Art und Weise. Ja, ich glaube, das hatte sich schon mal irgendwie vor ein paar Tagen gezeigt. Ne? Dieses Subtile ist es hier wieder. Okay. Also bin ich auf die Sternzeichen gespannt, ob die gleichen Sternzeichen bei rumkommen. Dann müsste das ja rein theoretisch die gleiche Reisegruppe wieder sein hier. Ne? So, aber lass uns mal gucken, was sagen die Engel. Genau.
Hier perfektes Timing. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Die geben grünes Licht. Hier soll eine neue Runde in einer Verbindung wieder reinfließen. Hier soll wieder was Neues aufblühen. Es ist das perfekte Timing dafür. Ist ja krass. Sag mal hier. Und du sollst daran glauben. Glaube daran. Hier glaubt auch jemand selber daran, dass das funktioniert. Weil als letztes, weißt du was, pass mal auf. Hier weiß jetzt jemand ganz genau, das ist jetzt das perfekte Timing, um hier auf wieder dich, um wieder auf dich zuzugehen, um auf dich wieder zuzukommen. Hier ist jetzt jemand bereit. Jemand ist bereit, will hier wieder was mit dir starten. Doch wenn es, also es ist erstmal nur eine kleine Angelegenheit. Es ist hier nichts Großes. Aber das sind hier wirklich die ersten Schritte, sozusagen, um die Verbindung zwischen euch beiden wieder aufblühen zu lassen. Und jemand weiß ganz genau, ja, jetzt ist das perfekte Timing. Und man glaubt ja auch daran, dass es jetzt das perfekte Timing ist, weil ihr wurdet hier irgendwie, das kann wirklich sein, dass er oder sie zu dir geführt wurde und du hast es gar nicht mitbekommen. Du weißt eigentlich noch gar nicht so wirklich Bescheid. Oder es kann sein, dass du schon so eine Ahnung hast. Und dass du schon so ein bisschen hellhörig geworden bist. Ne? Aber das ist hier jetzt, es ist jetzt soweit. Es ist soweit. Es ist soweit. So. Ah, da bin ich. Oh Gott. Nicht schon wieder. Bleib stehen. So, schauen wir mal auf die Sternzeichen. Welche Sternzeichen dürfen denn angesprochen werden? Da haben wir die Jungfrau. Zwilling. Wassermann. Krebs. Der Löwe. Steinbock und unterm Kartendeck haben wir den Stier. So, ich hoffe, diese Legung war dir dienlich und du konntest hier einen wichtigen Impuls für dich mitnehmen. Ich danke dir für dein Einschalten und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann.